Hallo liebe Freunde, in diesem Video geht es darum, wie man die Dateien von Adobe Photoshop, Adobe Illustrator und CorelDRAW Dateien gespeichert, sichert, wiederhergestellt und nicht verliert. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator und CorelDRAW sind sehr zuverlässige Programme. Wie andere Programme neigen sie jedoch zu Abstürzen und Fehlern, die nicht unbedingt von den Programmen selbst abhängen. Dies führt häufig zum Verlust der Datei, an der der Benutzer gearbeitet hat. Wie Sie sich gegen einen solchen Verlust versichern oder eine bereits verlorene Adobe Photoshop, Adobe Illustrator oder CorelDRAW Dateien wiederherstellen können, erfahren Sie in unserem Video. Beginnen wir mit dem Marktführer für kommerzielle Bitmap-Bearbeitungstools und dem bekanntesten Adobe-Produkt Photoshop. Wenn Sie anfangen damit zu arbeiten, sollen Sie verstehen, dass Sie einen Fehler oder einen Softwareabsturz nicht verhindern können, aber Sie können sich im Voraus darauf vorbereiten. Sie können die Datei regelmäßig speichern, indem Sie das Menü Datei speichern, auswählen oder Ctrl plus S drücken. Richtiger ist es jedoch, die automatische Speicherfunktion von Photoshop zu konfigurieren. Öffnen Sie zum Aktivieren und Konfigurieren der angegebenen Funktion Adobe Photoshop und rufen Sie das Menü Bearbeiten, Einstellungen, Dateiverlauf auf. Aktivieren Sie im folgenden Fenster die Kontrollkästchen neben im Hintergrund Speichern und Wiederherstellungsinformationen automatisch speichern. Und stellen Sie auch den gewünschten Zeitraum ein. Mit der Funktion im Hintergrund speichern kann das Programm automatisch im Hintergrund speichern, ohne den Benutzer von der Arbeit abzuhalten. Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird die automatische Speicherzeit standardmäßig alle 10 Minuten eingestellt. Aber in 10 Minuten können Sie viel arbeiten und deshalb ist es besser, den akzeptablen Mindestwert 5 Minuten festzulegen. Wenn die Funktion zum automatischen Speichern korrekt konfiguriert ist und Adobe Photoshop nach einem Programmabsturz oder Absturz geöffnet wird, sollte angegeben werden, die neueste Version der automatisch gespeicherten Datei wiederherzustellen oder die automatisch gespeicherte Datei einfach parallel zur geöffneten Datei zu öffnen. Aber oft, aus irgendeinem Grund, passiert dies nicht. Wechseln Sie in diesem Fall in den Ordner auf Laufwerk C, in dem Photoshop-Versionen von Dokumenten für die automatische Wiederherstellung im PSP-Format speichert. Dies ist dieselbe PSD-Datei, die große Dateien unterstützt und mit Photoshop geöffnet werden kann. Diese Ordner befinden sich im folgenden Pfad: C, Benutzer, Benutzername, App-Data, Roaming, Adobe Photoshop, Auto-Recover. Gehen Sie hinein und Sie werden eine PSP-Datei finden, um automatisch die neuesten automatisch gespeicherten Versionen der Adobe Photoshop-Datei wiederherzustellen. Wenn Sie das Sortieren von Dateien nach einer Tabelle auswählen, können Sie die Einstellungszeit jeder automatisch gespeicherten Dateien anzeigen. Nun zu Adobe Illustrator. Das Arbeiten mit Vektorgrafiken in Adobe Illustrator ist ein langer und sorgfältiger Prozess. In den Fällen, in denen eine bestimmte Menge an Arbeit mit der Illustration geleistet wurde, was nicht ganz das ist, was der Designer erreicht wollte,
hat das Programm daher die Funktion, zur letzten gespeicherten Version zurückzukehren. Um es zu verwenden, gehen Sie einfach zum Menü Datei, Wiederherstellen. Nach der Wiederherstellung wird das Image auf den Stand der letzten Speicherung zurückgesetzt und alle danach vorgenommenen Änderungen werden abgebrochen. In Analogie zu Photoshop hat der Benutzer mit den in Adobe Illustrator integrierten Tools die Möglichkeit, eine nicht gespeicherte Illustration wiederherzustellen, falls eine Funktion des Programms oder Computers auftritt. Um diese Funktion nutzen zu können, müssen sie konfiguriert sein. Dafür machen wir folgende Schritte. Gehen Sie in das Menü Bearbeiten, Einstellungen, Dateiverarbeitung und in die Zwischenablage. Gehen Sie im Unterabschnitt Dateiwiederherstellung des sich öffnenden Menüs die Häufigkeit des automatischen Speichern von Daten für die Wiederherstellung an 30 Sekunden bis 1 Stunde. Und einen Ordner, in dem sie gespeichert werden. Dies ist standardmäßig ein Ordner auf Laufwerk C, Benutzer, Benutzername, EPP-Data, Roaming, Adobe, Adobe Illustrator, Einstellungen, DE-DE, X64, Data Recovery. Im Falle einer Softwarefehlerfunktion oder eines unerwarteten Schließens von Adobe Illustrator stellt das Programm nach dem erneuten Öffnen alle automatisch gespeicherten Daten wieder her. Die Auto-Recovery-Datei selbst hat die Erweiterung AID und sieht folgendermaßen aus. Wenn das Programm beim Öffnen von Adobe Illustrator aus irgendwelchem Grund die Abbildung nicht aus der automatisch gespeicherten Datei wiederherstellt, kann eine solche Datei manuell gestartet werden, indem sie mit Adobe Illustrator geöffnet wird. In diesem Fall wird die automatisch gespeicherte Illustration auch im normalen Modus wiederhergestellt. Bei der Arbeit in CorelDRAW kommt es auch zu Situationen, in denen das Programm abstürzt. Wie vermeide ich Verlust in solchen Situationen? Zu diesem Zweck bietet CorelDRAW eine Funktion zum automatischen Speichern. Um effizienter zu arbeiten, müssen Sie es konfigurieren, das heißt das Intervall und den Speicherplatz festlegen, in dem gespeicherte Kopien geschrieben werden. Diese Einstellung finden Sie im Menü Extras Optionen. Arbeitsbereich Speichern. Je kürzer das Intervall für die automatische Speicherung ist, desto weniger Daten bei einem Ausfall verloren gehen. Sollte jedoch nicht missbraucht werden, immerhin benötigt jedes Speichern eines Dokumenten eine bestimmte Zeit. Und je konkreter es wird, desto größer wird die Datei. Am besten ist ein Zeitraum von 10-15 Minuten. Geben Sie außerdem einen Ordner für automatisch gespeicherte Dateien an. Nach einem bestimmten Zeitraum werden automatische Kopien Ihrer Dateien im CDR-Format im angegebenen Ordner gespeichert. Im Falle unvorhergesehener Umstände, im Falle einer Notabschaltung des Programms, können Sie immer zum letzten automatisch gespeicherten zurückkehren. Öffnen Sie einfach die automatisch gespeicherte Kopie der Datei. Darüber hinaus können Sie in derselben Einstellung Sicherungen aktivieren. Mit der Option Sicherung der Quelldatei können Sie die neuesten Versionen der Datei vor dem Speichern speichern. Backup hilft auch bei der Wiederherstellung von Dokumenten. Wenn die automatische Speicherfunktion der Dateien zum Zeitpunkt des Softwareabsturzes oder bei der unerwarteten Probleme, die zum Verlust der Adobe Photoshop, Adobe Illustrator oder CorelDRAW Dateien führen,
nicht funktioniert war, müssen Sie zum Wiederherstellen das Dateiwiederherstellungsprogramm verwenden. Das ist PSD-Format unterstützt. Für Photoshop, AI, EPS, AIT, SVG, für Adobe Illustrator, CDR, für CorelDRAW. Nicht viele Programme können diese spezifischen Dateiformate wiederherstellen. Wenn Ihre Illustrationen aufgrund eines Absturzes oder aus anderen Gründen verloren gehen, können sie mit Hidden Partition Recovery wiederhergestellt werden. Dafür machen wir folgende Schritte. Führen Sie das Dienstprogramm aus und scannen Sie das Speichermedium, auf dem die Illustrationen gespeichert wurden. Um die benötigten Illustrationen wiederherzustellen, übertragen Sie sie in die Wiederherstellungsliste oder klicken Sie mit der rechten Maustaste drauf und klicken Sie auf Wiederherstellen. Geben Sie an, wo Dateien wiederhergestellt werden sollen und klicken Sie auf die Schaltfläche Wiederherstellen. Dateien wiederhergestellt. Übrigens können Sie automatisch gespeicherte Kopien von Dateien im Format auf dieselbe Weise wiederhergestellt werden, PSB, AID oder CDR. Das ist alles für heute. Abonnieren Sie unseren Kanal und falls Sie Fragen haben, stellen Sie die in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.